Guck mal hier, das ist mit Abstand der ungewöhnlichste Rechner, an dem ich jemals gearbeitet habe. Oder auf jeden Fall mindestens Top 5. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Damit, dass da eine Nvidia CPU drin ist, inklusive Nvidia BIOS Einschaltbild, dass die Grafikeinheit 96 GB RAM hat, dass das Ding 480 GB Arbeitsspeicher hat, also insgesamt 576 GB schnellen Speicher. Also klar, das ist Technik, die normalerweise in irgendwelchen Serverschränken in Rechenzentren steht, aber ich habe sowas hier jetzt als Desktop-Rechner im formschönen, güldenen Gehäuse. Kostet schlappe 32.000 Euro. Wie ich da dran gekommen bin, was man damit machen kann und vor allem, warum man damit auch vieles nicht machen kann, seht ihr in diesem Video. Bleibt dran. Liebe Internet-Surfer, herzlich willkommen hier bei... Wer KI lieber lokal auf dem Supercomputer betreiben will, hat womöglich Privacy-Bedenken bei Cloud-KI. Ja, und wenn euch eure eigenen Daten am Herzen liegen, dann könnt ihr euch mal Incogni anschauen. Die sponsern nämlich dieses Video. Incogni ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Beständen von Datenhändlern löscht. Ja, es gibt leider viele Datenhändler, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Server-Einbrüchen bekommen haben und die dann verkaufen. Ihr kennt das vielleicht, euch ruft eine unbekannte Nummer an, ihr denkt, oh, das könnte was Wichtiges sein und dann soll euch doch nur irgendein Quatsch angedreht werden. Oder ihr bekommt eine korrekt adressierte Mail, die aber letztendlich auch nur Spam ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Daten von Datenhändlern kommen. Mit DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit, einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsstet ihr halt jede einzelne Firma einzeln anschreiben. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus hunderten von Datenbanken. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr unter incogni.com/CT3003 60% Rabatt aufs Jahresabo. Werbung Ende. Ja, ich habe ja als Supercomputer-Fachmann schon Erfahrungen mit dem Testen von tollen Rechnern. Neulich war ja ein 40.000 Euro Rechner von Dell dran. Ja, da habe ich Doom drauf installiert und das fand Dell so semi-lustig. Also ich fand es auf jeden Fall lustig. Naja, jedenfalls hat mir daraufhin der Besitzer des kleinen Webshops gptshop.ai aus Unterfranken geschrieben, ob ich nicht mal einen viel aufregenderen Rechner testen will. Ja, und jetzt steht er hier. Und ob der wirklich aufregend ist, das versuche ich in diesem Video herauszufinden. Alleine, dass der hier so außerhalb eines Server-Racks hier in meinem Büro steht, ist schon sehr ungewöhnlich. Die Hardware ist nämlich nie für den Desktop-Betrieb vorgesehen gewesen, sondern gptshop baut die, ja, einigermaßen hemdsärmelig halt um für Desktop-Betrieb. Ja, genau. Server-Hardware ist das und zwar spezifisch Hardware für GPU-Computing. Also Rechner, in denen vor allem Grafikkerne rechnen, aber nicht zwingend, um Grafiken zu berechnen, sondern meistens ganz andere Sachen, zum Beispiel große Sprachmodelle wie GPT-4, also das, was in ChatGPT drin steckt. Ja, konkret von solchen Dingern wird ChatGPT angetrieben. So, und die Grafikeinheit, das ist die Nvidia H100. Wenn man jetzt nur die Rechenkerne vergleicht, könnte man auf die Idee kommen, dass man da sowas Ähnliches wie eine RTX 4090 am Start hat. Hier mal so eine Tabelle. Ja, aber es gibt auch riesige Unterschiede. Können zum Beispiel bei der H100 nicht mehr alle Rechenwerke Grafik berechnen, weil eben der Fokus auf Computing und KI liegt. Also ziemlich riesig ist auch der Unterschied beim Speicher. Die H100 hat hier in dem Fall heftige 96 GB Speicher, die RTX 4090 nur 24 GB. Vor allem ist der Speicher aber immens schnell. Das ist HBM3, also High Bandwidth Memory in der dritten Generation. Ja, und der kann 3,34 Terabyte pro Sekunde wegschaufeln. Eine 4090 schafft 1 Terabyte pro Sekunde. Aber ja, trotzdem, diese H100 Grafikeinheit ist zumindest artverwandt mit so normalen Consumer-Grafikkarten, also grob kompatibel. Der Rest des Rechners ist aber wirklich nochmal ganz anders als konventionelle x86 Rechner. Und zwar kommt da als CPU eine 72-kernige Nvidia Grace CPU zum Einsatz mit ARM-Architektur. Die wurde schon 2021 vorgestellt und seitdem hat Nvidia die nicht mehr verändert. Ganz interessant am Rande, konkret sind da ARM Neoverse V2 Kerne drin, die auch in Amazon und Google Rechenzentren verwendet werden. Bei Amazon heißen die Graviton und bei Google Axion.
Axion. Interessant ist auf jeden Fall, dass laut Amazon rund die Hälfte der Amazon-Rechenzentren schon ARM-Architektur benutzt. Also wusste ich nicht, bevor ich dieses Video recherchiert hatte. Ich dachte, das wäre noch alles x86. Ja, aber das ist auch spezifisch Amazon. Bei den anderen Anbietern ist der Anteil noch nicht so groß. So, Einschub beendet. Zurück zu meinem Rechner hier. Was halt wirklich ungewöhnlich ist, ist die Kombination aus Nvidia CPU und Nvidia GPU, die dann auch noch mit einer extrem schnellen Schnittstelle verbunden sind, nämlich NVLink C2C. Ja, da gehen 900 GB pro Sekunde durch. Und diese Kombination aus Grace CPU und Hopper H100 GPU, das heißt dann Grace Hopper Superchip, GH200, Grace Hopper, GH. Grace Hopper ist übrigens ein Menschenname, das ist eine Computerpionierin. Die kam Ende der 1940er Jahre überhaupt erst auf die Idee, Computerprogramme in einer einigermaßen verständlichen Sprache zu schreiben, statt nur mit Nullen oder Einsen. Von ihr kommt auch das von mir sehr geschätzte Zitat: Es ist einfacher, um Vergebung zu bitten, als eine Genehmigung zu bekommen. Das verstehen vermutlich alle, die schon einmal in einer größeren Organisation gearbeitet haben. Ich schweife schon wieder ab. Also hier GH200 Serverrechner, die in Unterfranken so ziemlich do-it-yourself-mäßig zu Desktop-PCs umgebaut werden, inklusive kurioser Hardware-Details. Zum Beispiel hier diese ganzen Lüfterpotis hier. Also wenn man andere Leute aus dem eigenen Büro vergraulen will, einfach mal nach rechts drehen. Aber man kann die Kiste auch erträglich leise einstellen. Es gibt übrigens zwei redundante Netzteile mit jeweils 2400 Watt. Maximal habe ich eine Leistungsaufnahme von 832 Watt gemessen. Bei ruhendem Ubuntu Desktop waren es 225 Watt. Es gibt nur einen nutzbaren USB-Port, dafür zwei 10 Gigabit Ethernet-Ports. Aber was kann man denn damit nun machen? Ja, und jetzt wird es richtig interessant. Erstmal ist es nämlich alles wirklich unproblematisch. Man kann zum Beispiel einfach einen Linux in ARM-Geschmacksrichtung darauf installieren, zum Beispiel Ubuntu Server, wie wir hier. Und das funktioniert auch alles wie auf normalen Desktop-PCs, also ins BIOS, dann zum Beispiel von USB-Datenträger booten, alles easy. Aber wenn Ubuntu dann läuft, dann wird es ein bisschen komplizierter. Also klar, man kann halt vieles ganz normal über die Paketquellen installieren, auch wenn es halt noch nicht alle Software als ARM-Binaries gibt, aber das meiste Standardzeug funktioniert. Direkt zum Beispiel so ein Wow-Moment hatte ich mit Olama. Das ist eine Software, mit der man große Sprachmodelle sehr einfach installieren und vor allem laufen lassen kann. Olama lässt sich auch einfach ohne Verrenkungen auf dem GH200 installieren. Einfach den Anweisungen auf der Website folgen, ein Befehl, zacki zacki, Olama drauf. ChatGPT bzw. Anthropic Claude Qualität darf man mit allen aktuellen Open-Source-Modellen noch nicht ganz erwarten, aber die Dinger sind wirklich inzwischen richtig brauchbar geworden. Ja, also kleine Sprachmodelle wie Llama 3.1.8b mit 8 Milliarden Parametern und einer Dateigröße von 4,7 GB, die passen auch in den Grafikspeicher von so Consumer-Grafikkarten und laufen da schön schnell. Dafür braucht man keinen 32.000-Euro-Rechner. Ich habe aber mal ein paar LLM-Benchmarks mit kleinen LLMs mit meinem eigenen Rechner gemacht und die mit dem dicken hier verglichen. Also mein eigener Rechner, da ist eine RTX 4090 mit 24 GB Speicher drin. Und tatsächlich ist der 8-mal so teure GH200-Rechner bei den meisten Olama-Sprachmodellen nur so zwischen 30% und 60% schneller als mein Rechner mit RTX 4090. Aber dafür müssen die Modelle halt auch erstmal auf meiner 4090 laufen. Und das geht halt nur gut, wenn die in die 24 GB GPU-Speicher passen. Der GH200 hat ja 96 GB GPU-Speicher. Das heißt, da passen ganz andere Modelle rein. Zum Beispiel hier der Nemotron 70B. Das Ding ist 43 GB schwer in der 4-Bit-Quantisierung. Das passt also easy in den Grafikspeicher der GH200 und ist da super schnell. Der läuft, also läuft, aber auch auf meinem Rechner mit RTX 4090 und zwar einfach indem Teile in meinen 32 GB Arbeitsspeicher ausgelagert werden. Das führt dann aber dazu, dass das Ding auf dem GH200 um den Faktor 20 schneller läuft. Also Riesenunterschied. Aber generell, der Nemotron mit 70 Milliarden Parametern, der ist schon ziemlich brauchbar. Also gerade bei Coding-Sachen, aber der kann sich auch ganz gut meinen persönlichen LLM-Benchmarks, diesen Martin-Luther-Witz, ganz gut überlegen.
Ja, und dann sind da auch noch die richtig dicken Modelle. Also zum Beispiel Llama 3.1 405B, 229 GB schwer. Ja, und das kann ich auf meinem 4090-Rechner natürlich vergessen, weil der Speicher einfach nicht da ist. Der GH200 hat zwar nicht genügend GPU-RAM, aber eben zusätzlich 480 GB Arbeitsspeicher. Damit kann man das Riesenmodell also nutzen, aber wegen des verteilten Speichers nur mit 0,5 Tokens pro Sekunde. Also das ist extrem langsam. Eigentlich zu langsam, um das wirklich in der Praxis zu verwenden. Aber ganz klar, wenn man ein lokales Sprachmodell laufen lassen will, das in den 96 GB GPU-RAM des GH200-Rechners passt und der zu groß wäre für Consumer-GPUs, das wäre die erste sinnvolle Anwendung für diese 32.000 Euro-Kiste. So, aber da muss ja eigentlich auch noch mehr gehen, dachte ich mir. Es gibt ja etliche so lokal laufende KI-Anwendungen, also Bildgeneratoren wie Stable Diffusion und Flux oder Videogeneratoren wie OpenSora oder Cockvideo, Transkriptionstools wie Whisper. Also da kann man sich schon vorstellen, dass Leute und Firmen, die sowas sehr regelmäßig nutzen wollen und sich da die Anschaffung eines so teuren Rechners lohnen würde. Also klar, weil die meisten machen sowas natürlich in der Cloud, aber gerade die Miete von Cloud-GPUs ist sehr, sehr teuer. So, und jetzt kommen wir hier in gefährliches Territorium, was meine Computerkenntnis-Credibility angeht. Wer den Channel hier regelmäßig guckt, weiß, dass ich zwar versuche, immer alles zu lernen, aber definitiv kein Server-, Programmierungs-, Linux-, Python-Super-Experte bin. Also ich bin in der Lage, die erwähnten KI-Tools auf unterschiedlichen Rechnern zu installieren, aber das ist halt dann immer x86-Basis und die GH200-Kiste, die nutzt halt ARM. Und da fangen dann die Probleme an. Da kann man zum Beispiel nicht das von mir sehr geschätzte Installationstool Pinocchio nutzen, aber halt auch die auf den GitHub-Projektseiten geteilten Installationsanleitungen funktionieren meistens nicht. Natürlich dachte ich zuerst, das liegt halt an mir, weil auch auf x86-Maschinen ist das oft mit Herumhantieren mit so virtuellen Python-Umgebungen und so weiter verbunden und nicht so trivial, aber halt mit ARM wird es dann richtig fummelig. Und klar, ich habe den Fehler erstmal bei mir gesucht, aber wie sich dann herausstellte, funktionieren halt einige Sachen einfach nicht. Zum Beispiel die Machine Learning Library PyTorch, die die Basis ist für etliche KI-Projekte, die konnte ich nicht out of the box mit der NVIDIA CUDA-Plattform verwenden, sondern das lief alles nur über einen von NVIDIA bereitgestellten Docker-Container, was alles natürlich noch komplizierter machte. Ich habe es damit zumindest hinbekommen, Whisper über CUDA zum Laufen zu bringen, aber das war super lahm und letztendlich nicht brauchbar. Kurz vor Veröffentlichung dieses Videos habe ich noch das Bildgeneriermodell Flux 1 Dev mit Comfy UI zum Laufen gebracht und das lief tatsächlich sehr schnell. Ein Bild mit 1024x1024 Bildpunkten brauchte 4,7 Sekunden. Ich habe exakt die gleiche Konfiguration auf zwei anderen Rechnern ausprobiert, einmal mit einer RTX 4090, da brauchte das Ganze 12,8 Sekunden, mit einer RTX 3090, da waren es 28 Sekunden. Andere KI-Software, zum Beispiel zum Videogenerieren, leider alles ohne Erfolg. Leider nur Fehlermeldung. Und ja, ich bin mir sicher, dass jetzt ganz viele Leute aus dem Gebüsch kommen und mir erzählen, wie man das alles total einfach hinbekommen würde. Das kann auch alles sein, aber ich traue mir zu, jetzt zu sagen, und das ist halt auch die Essenz dieses Videos, glaubt nicht, dass ein vermeintlicher Supercomputer mit den krassesten Specs einfach alle eure Probleme löst. Also mir ist natürlich klar, dass die Zielgruppe für einen 32.000 Euro Rechner eh ziemlich klein ist, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele von euch, also wie ich, schon oft gedacht haben, boah, wenn ich diese Rechenzentrum-Hardware hier am Start hätte, was man da alles für coole Sachen mitmachen könnte. Ja, und die Realität ist, kann man nicht. Zumindest nicht, wenn man vorhandene Software ohne eigene Anpassungen zum Laufen bekommen will. Jetzt sagen wahrscheinlich einige, wer so einen Rechner kauft, weiß das alles. Das mag auch in vielen Fällen so sein, aber es gibt bestimmt inzwischen Anwendungsbereiche, wo normale Leute, sprich Nicht-Coder, überlegen, sich sowas in die Firma zu stellen, um halt lokal Dinge mit generativer KI zu machen. Und zum Beispiel mit über Olama anzapfbaren Sprachmodellen geht das ja auch super. Habe ich ja gezeigt hier im Video. Aber alles andere unbedingt vorher ausprobieren und euch vorm Kaufen SSH-Zugang geben lassen. Übrigens, echte Workstations von großen Herstellern haben nicht nur Listen mit Software, die darauf garantiert läuft, sondern oft auch Optimierungsanleitungen für bestimmte Programme. Okay, mache ich jetzt gerade Kaufberatung für zehntausende Euro teure Workstations? Finde ich selbst ziemlich lustig. Aber wie gesagt, vielleicht haben ja auch die 99% von euch ein bisschen was gelernt, die sowas zwar nie kaufen würden, aber immer schon mal gedacht haben, was wäre, wenn man sowas hätte. Also ich zumindest habe sehr viel gelernt.
Ja, wie ist das bei euch? Wie seht ihr das? Gerne in die Kommentare schreiben und abonnieren natürlich. Tschüss.